Hier sind wir wieder beim Session News Kanal. Wie immer fangen wir in der Bassabteilung mit dem Marco an. Marco, was hast du denn da in der Hand? Guten Morgen zusammen. Bass, wie immer, das Allerwichtigste, was es gibt. Hier, Leute, feinstes Material von der Firma Sadowski hat Steffen irgendwie besorgt. Und zwar einer in diesem Saturn Finish. Ja? Und zwar ist das wirklich was Amtliches. Ne? Also, ich meine, ist es überhaupt ein Metro? Nein, das ist ein NYC. Deswegen haben wir auch den Steffen hier, gell? Also Leute, das ist ein NYC und zwar einer in Satin. Matt, ja, alles matt. Es sieht tierisch aus und vor allen Dingen, ja, das Ding wiegt ja gar nichts. Also das ist wirklich, das ist der absolute Hammer. Leute, da soll man nicht drüber reden. Da müsst ihr einfach mal vorbeikommen und das Ding einfach mal checken. Haben wir auch als Vierseiter da in einem Naturfinish mit schönen Holzdecke. Wunderbar. Beste Jazzbass. Momentan als Fünfseiter, den es gibt. Ferner haben wir natürlich für die Leute, die irgendwie schon alles haben und dann doch denken, naja komm, wir könnten uns mal was Besonderes leisten. Hier, Leute, das ist mal was ganz Abgefahrenes. Interessanterweise verkaufen das Ding halt eben auch ab und zu mal. Das ist der neue SRA S7. Das klingt halt eben wie eine Geheimwaffe von der Firma Ibanez, ist aber einfach nichts anderes als ein Vierseiter-Bass. Verbunden mit einem Fretless-Bass. Das bedeutet, du hast zwei Bässe in einen. Man kann halt eben die Sektion ja auch wegdrehen, wie mir gerade mit der Kollege halt eben gesagt hat. Nein, Leute, bitte, jetzt geht das wirklich gar nicht. Und wirklich was ganz Abgefahrenes. Gar nicht mal so schwer, aber wunderbares Holz. Und ich meine, Tim, du musst selber zugeben, das ist ja schon was abgefahren, oder? Ich meine, in unserer Abteilung, das ist mir wirklich mal was ganz anderes. Interessant finde ich, dass der Hals auch gut in der Hand liegt, genau. Obwohl das so ein Surfbrett ist. Genau, das ist wirklich, da kannst du Rollen draufschrauben normalerweise und eine Hauptwache. Ich muss reden, Mann, ich brauche das Mikrofon, Mann. Haha, da kannst du Rollen drauf machen und unten an der Konstable und an der Hauptwache kannst du schön damit hier durch die Gegend fahren. da gehen wir jetzt gleich zu normaleren Bassmodell mal wieder. Ich bin ja dafür sowas immer zu begeistert, ne? Ganz klar, ein American Original und zwar ein Jazzbass in Candy Apple Red. Wunderbar, ja, ganz tolles Candy, bestimmt mit Gold untersetzt, damit es halt eben schön flittert. Leute, da müssen wir nicht viel drüber reden, einfach vorbeikommen. Das ist wirklich eine schöne kleine Waffe. So, und da der Tim, der Steffen und ich uns ja in den letzten Wochen ja exzessiv mit Dingwall beschäftigt haben, haben wir gerade wieder was Neues reinbekommen. Wir fangen an mit einem Combustion Vierseiter. Schön in Natur, Ikea-Look vom Feinsten, extrem leicht, klingt amtlich, müsst ihr probieren. Das Ganze gibt es natürlich halt dem auch in andere Versionen, zum Beispiel Combustion, der große Bruder, mit 5 Saiten, ebenfalls in Natur, auch wunderbar. Müsst ihr unbedingt probieren, weil das wirklich richtig amtliches Material ist und vor allen Dingen das Ding, ja, also sowas hat bei uns nicht irgendwie so eine lange Haltbarkeit. Das ist bei uns normalerweise sehr schnell verkauft. Also Leute, die beiden sind gerade gestern sind die reingekommen. Das heißt, hey, Leute, schnell zugreifen. Und damit wir halt eben nicht leer ausgehen, für die Jungs jetzt etwas härter mögen und doch halt eben bunte Bässe lieben, wunderbares NG2. Dann schauen wir jetzt mal, was in Frankfurt sonst noch rumliegt. Marco, was liegt denn hier rum? Ja, lieber Tim, das ist so ein Ding. Also neulich haben wir irgendwie tatsächlich mal so eine Palette gefunden. Bei uns in unserem Lager wurde umgebaut und man hat einfach diese Palette mit diesem wunderschönen Epiphone Thunderbird Bässe mal so, wie soll ich sagen, einfach mal beiseite gelegt. Und dann hieß es, hier Tim, Margo, Steffen, guck doch mal gerade, wir haben hier eine Palette Thunderbird Bässe. Okay Leute, wir haben hier Epiphone Thunderbird Bässe und zwar Thunderbird Pro 4. Ja, dann haben wir Thunderbird Gothic und Thunderbird 4 VSB, also die Epiphone-Reihe von Thunderbird, da haben wir Hau-Raus-Preise irgendwie generiert. Das bedeutet von 299 Euro aufwärts. Da müssen wir vorbeikommen, weil wir hauen jetzt die Dinge raus. Die haben wir wirklich, Leute, einfach mal wieder gefunden. Ja, shit happens, kann mal passieren. Deshalb, Leute, Thunderbird-Wochen bei uns momentan bei Session. Hier sind sie, die werden ausgepackt, beziehungsweise die könnt ihr auch online bestellen. Die Preise habe ich gestern gemacht. Hau raus. Und ne, deswegen jetzt weiter in diesem Kanal. Tim, mach mal weiter. Viel Spaß noch. Tschüss. Bis bald, Leute.